Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Clash Royale. Ja, vorweg möchte ich euch einmal Bescheid sagen. Huch, ist da denn die Hall of Fame? Auf einmal ist sie da und wupp, wieder weg. Und zwar habe ich Deck 3 leider immer noch nicht vorbereitet, es tut mir sehr leid. Werde ich heute eventuell machen, wenn ich Zeit dafür habe. Dann muss ich euch noch einmal kurz sagen, und zwar, jo, da können wir einmal hier, das Victor, die Telekom geht wieder, das ist sehr schön. Und zwar hatten wir hier so ein bisschen Probleme. Und zwar ist ja Brownie rausgegangen, was ja voll in Ordnung ist. Er hat ja auch geschrieben, warum, was ich sehr, sehr schön finde immer noch. Und er hat auch am Ende viel Erfolg auch noch geschrieben hat. Also, na, finde ich nett, dass er uns so verlassen hat. So. Und ja, jetzt haben Musti und Mustafa haben den Clan verlassen. Dann hat sich das Victor ja auch schon ein bisschen aufgeregt und sowas, dass man nicht erklärt, warum man verlassen hat und sowas. Und finde ich ein bisschen blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch Districtors Meinung, total stehe ich hinter ihm. Finde ich ein bisschen kacke, dass man nicht Bescheid sagt, warum man das verlässt. Also, ist ja nicht schlimm, wenn man den Clan hier verlässt oder so. Ich meine, wir wollen ja auch keinen zwingen, dass er hier bleibt und sowas. Es kann jeder gehen und kommen, wie er möchte. So. Aber, wenn jemand geht, wäre es sehr, sehr schön, wenn er auch noch hinschreiben würde, warum er geht, weil das echt schon bisschen blöd ist, weil wenn irgendwas wirklich so läuft, wie jetzt zum Beispiel Brownie hatte geschrieben, dass er seine Anfragen nicht voll kriegt. Wenn man sowas weiß zum Beispiel, könnte man da vielleicht, Handy sei ruhig, könnte man da ein bisschen mehr drauf eingehen und gucken, ein bisschen drauf achten und sowas. Das wäre dann viel besser und sowas. Aber einfach so rausgehen, ohne was zu sagen, finde ich schon ein bisschen blöd, muss ich da ganz ehrlich sagen. Feiere ich gar nicht. Da finde ich das schöner, wenn wenn man Bescheid sagt. Viel Glück. Zack und zack hier einmal. Ja, ein bisschen überfordert, weil ich auch noch eine SMS bekommen habe. Da müsste ich gleich einmal drauf gucken, weil die eventuell wichtig ist. Okay. Gut, ist keine wichtige Nachricht, die ich hier bekommen habe. Ist in Ordnung. Ja, dann möchte ich noch einmal noch ein paar Sachen mit euch ansprechen. Und zwar einmal das gestrige Video, Leute. Ne? Ich habe ja dieses Thumbnail bewusst genommen. Ich habe sogar, ne, ihr müsst euch das überlegen, ich habe das Thumbnail hochgeladen gehabt, geguckt, nee, das geht so nicht. Ich habe das Thumbnail nochmal benutzt, also ne, wieder verändert, also verpixelt, noch ein bisschen mehr verpixelt, als es vorher war. Und nee, geht so nicht. Und das habe ich bestimmt 10-mal habe ich dieses Bild bearbeitet, weil ich immer gesagt habe, nee, das geht so nicht, das ist mir zu krass. No, und ich war am Ende, wo ich jetzt so einigermaßen damit zufrieden war, wo ich jetzt, wie es jetzt ist, wie es jetzt auch seht als Thumbnail, war ich echt noch am Überlegen, machst du das, lädst du das so wirklich hoch, das Thumbnail? Ich war halt echt krass am Überlegen, ob ich das so wirklich so benutze oder nicht, weil ja, ich mir unsicher war. Erstens, ob da irgendwie Probleme gibt von YouTube her aus. Weil es ja schon, ne, was Böses zeigt, sag ich mal in Anführungsstrichen. Ich denke mal, jeder weiß Bescheid, was da gezeigt ist und so, ne. Aber, ja, ich find's halt ein bisschen krass so. Ich war selber, wusste ich halt nicht, wie ich das mache. Ob ich jetzt wirklich das hochladen soll oder nicht. Ob ich das benutzen soll oder nicht. Ich habe wirklich das so oft bearbeitet. Da ich halt auch mit sowas noch gar keine Erfahrung gemacht habe. So, das ist mein Problem. Ich habe mit sowas noch gar keine Erfahrung gemacht und weiß auch nicht, wie ich damit umgehen kann oder soll oder muss und so weiter. Und ja, jetzt Ende vom Lied. Ich habe mich halt doch jetzt entschieden, das zu benutzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es krass, wie viele Aufrufe das hat. So im Durchschnitt habe ich so, ja, ich habe ja auch nicht viele Aufrufe und sowas, das ist mir klar. Aber so im Durchschnitt habe ich für die Clash Royale auf ne, Videos habe ich schon so Aufrufe von ja, ich sage jetzt mal 1 bis 10 so in dem Bereich habe ich Aufrufe bei Clash Royale, was momentan ja mein Hauptprojekt ist, was ich ja jeden Tag bringe und wo ich mich ja echt ein bisschen reinhänge so, ne? Das heißt bisschen, ich hänge mich da wirklich rein und mache jeden Tag Videos und sowas und das ist eigentlich schon ja, vor allem dass ich die nicht im gut spiele, dass ich die auch nicht vorproduziere, ist was, weil normalerweise produziere ich alles vor, weil mein Internet so schlecht ist, dass ich das nicht machen kann. So, und jetzt habe ich mir da gedacht, das ist viel cooler, weil ich da wirklich mit euch interagieren möchte und sowas in diesem Projekt, dass ich das jeden Tag hochlade. Ich stehe morgens dafür extra auf,
ne, mache das Video, lade es hoch, fast den ganzen Tag über, bin dann mittags bis abends erst erreichbar und kann irgendwas machen. Und ja. Und ja, allein dieses Thumbnail, ne, hat das Video einfach mal 20 Aufrufe bis jetzt. Das ist ein Tag her, da habe ich, wenn ich Glück habe, mal so, ja, ich weiß nicht, sag mal so, ja, wenn ich Glück habe, hätte ich bis jetzt so, ja, vielleicht 5 Aufrufe, sag ich mal. Ich weiß es nicht viel, aber ich finde einfach so krass, so dieses, jetzt weiß ich auch, warum YouTuber so etwas machen. Solche Thumbnails und sowas benutzen. Wirklich so krasse Sachen und diesen Titel zum Beispiel auch. Ich meine, es hat ja an sich gar nichts mit dem Video zu tun, der Titel so. Aber ich verstehe jetzt auch, warum YouTuber es machen, weil ich habe gemerkt, wie krass lukrativ das wirklich ist, wie viele Klicks man kriegt und das ist schon ordentlich, Leute. Das ist echt krass ordentlich, vor allem für mich sind das viele, viele Klicks. Und wenn ich dagegen vorher so überlege, was ich vorher so an Klicks gemacht habe und sowas, sind das echt sehr, sehr viele. Und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und das alles nur durch ein Bild und einen Titel. So. Und da merke ich schon wieder, es ist sehr, sehr krass, wie leicht sich Leute beeinflussen lassen können. Man kann die Leute so einfach beeinflussen. Das glaube ich gar nicht so. Ja, und finde ich krass auf jeden Fall. Auf jeden Fall feiere ich sehr, sehr, dass das Video echt so viel geklickt wurde. Ja. Jetzt kann natürlich viele auch wieder kommen, ja, du hast aber rote Kreise verwendet. Piep, piep, miep, miep und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja und? Ja und? Ist halt so. Ist so. Lebt damit. Fertig. Ist doch scheißegal, was ich für. Ob ich Kreise, ob ich Vierecke, ob ich Dreiecke oder ob ich Quadrate benutze. Das ist meine Sache, wie ich meine Videos im Endeffekt gestalte. So. Und wenn ich die dann gezielt so präpariere, dass Leute die angucken. Ist es so. Aber ganz ehrlich, würdet ihr doch genauso machen. Oder nicht? Jeder wird das so machen. Ich finde es immer so lustig, dass sie alle darüber aufregen. So, Clickbaiting, bla bla bla. Aber es macht jeder. So. Und jeder würde es auch so machen. So, es regen sich zwar alle auf, aber ich wette mit euch, dass. Ja, ich würde schon sagen, so 80% der Leute würden das genauso machen. Die würden es einfach genauso machen. Warum? Weil es gute Aufrufe und alles gibt. Und das ist das, woraus ankommt, so im Endeffekt. Auch wenn das ein bisschen blöd und so klingt. Aber das ist das, worauf es ankommt. Viele Aufrufe heißt viel Geld. Was heißt viel Geld? Also viele Aufrufe heißt mehr Geld. So. Und so ist das nun mal. Es ist ganz normales Geschäftsdenken. Ihr wollt doch auch, wenn ihr irgendwie arbeitet, Versicherungsvertreter zum Beispiel. Ihr seid Versicherungsvertreter. Und ja. Dann wollt ihr natürlich auch die Versicherung schmackhafter machen, dass ihr nicht nur eine verkauft, sondern vielleicht 2 oder 3. Dann kriegt ihr auch mehr Geld. So. Und das ist genau das gleiche wie hier bei YouTube. Da macht man die Videos schmackhafter, damit die Leute sich die angucken. Und ich meine, hier müsst ihr nicht mal was für zahlen für die Videos. Ihr kriegt die Videos kostenlos. Und da bis auf halt Leute, die ein bisschen abfuck sind, die dann auch noch Adblock benutzen, aber ist egal. Ja. Und dann beschwert euch doch nicht. Ihr kriegt kostenlose Unterhaltung bekommt ihr. Und beschwert euch alle als, keine Ahnung was, als wäre das der dritte Weltkrieg. Und denke mir nur so, warum? Warum macht man sowas? So, Fernsehen zum Beispiel. Könnt ihr sagen, oh, Fernsehen gucke ich aber auch und so, ist kostenlos. Ja. Ja, wenn ihr klein genug seid, ist es kostenlos, sag ich mal. Aber eure Eltern bezahlen auch für den Fernseher. Aber ist ja egal, ne? Ist ja. Das ist ja nur so Nebensache, ne? Aber gut. So, das war das erste Thema, was ich ansprechen wollte. Eigentlich wollte ich jetzt auf mein Ursprungsthema drauf ansprechen, was ich heute bekommen habe. Beziehungsweise gestern habe ich das schon bekommen, habe es heute erst leider gelesen. Und zwar, wie manche vielleicht von euch wissen, bin ich in einem Netzwerk namens TGN. So, und ich habe heute eine sehr coole Nachricht bekommen, und zwar habe ich von einem anderen Netzwerk eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht mitmachen wollen würde. So, und ich bin jetzt sehr, sehr hin und her geschlossen, ob ich das annehmen soll oder nicht, weil ich meine, ich bin bei TGN schon lange, aber das Problem ist, es hat mir nicht viel gebracht, so. Kann ich ganz ehrlich sein,
der eine oder andere vielleicht hat dem das wirklich was weitergeholfen und so. Mich persönlich hat, klar, am Anfang hat mich auch ein bisschen gepusht und so das Netzwerk, das ist ganz klar. Aber dann habe ich halt diese lange Pause und so gehabt. Und seitdem werde ich, glaube ich, auch nicht mehr wirklich für voll da genommen oder so. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe da auch schon öfter mal Anfragen und sowas hingeschrieben, wurde da leider ignoriert. Aber ich möchte jetzt nichts Schlechtes über Netzwerke sagen. Wie gesagt, das war bei mir jetzt der Fall. Es kann natürlich sein, dass bei 80% der anderen Leute, die da sind oder sowas, da das viel besser war und so. Das kann ich ja nicht beurteilen. Das kann ja bei denen so gewesen sein. Bei mir war es zum Beispiel nicht so. Aber wie gesagt, das ist... Vielleicht habe ich einfach nur Pech oder so. Ich bin mir da unsicher. So, und dann war ich eh schon überlegen, ob ich nicht eventuell das Netzwerk wechsle, beziehungsweise einfach aus einem Netzwerk austrete und gar nirgendwo mehr beitrete momentan. Habe ich mir so überlegt. So, aber da ich jetzt die Anfrage bekommen habe, bin ich sehr stark überlegen, ob ich mir das Angebot vielleicht mal einhole und mir das angucke auf jeden Fall. Da hätte ich schon Lust drauf, muss ich da ganz ehrlich sagen. Aber ich bin mir da unsicher. Oh Mann, ey. Ich krieg keine Kronen, ne? So, ich werde jetzt auch nicht sagen, welches Netzwerk ich eventuell beitrete und sowas. Das bleibt alles erstmal bei mir. Ich möchte euch einfach nur ein bisschen... Oh, wir sind auf Packer runtergefallen. Okay, gut. Ja, ich möchte euch da einfach nur ein bisschen auf dem Laufenden halten, weil... Ich habe halt nichts wirklich zu verbergen und so. Ich erzähle euch gerne alles und so, aber ich erzähle euch natürlich Sachen nicht, die ich nicht erzählen darf, das ist ganz klar. Ja, und die haben mir halt, das neue Netzwerk da hat mir halt angeboten, dass ich, ja, dass ich irgendwie dann, dass die persönlich, dass die Managers und sowas haben und dann, wenn ich Fragen und sowas habe, mich da ohne Probleme dran melden kann und sowas, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Die Frage ist nur, zu wie viel Prozent ist es legit? Weil, ich meine, ich möchte mir so, möchte da ja auch nichts unterstellen und sowas. Aber, ja, Frage ist halt, was dann da ist und so weiter. Es ist ganz klar, also muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Größe, braucht man nicht wirklich ein Netzwerk. Das kann ich euch so einfach sagen. Es ist halt einfach so, weil, ja, ich im Leben noch so klein bin, dass ein Netzwerk sich nicht hundertprozentig lohnen würde für mich. So. Und da ist jetzt die Frage. Ich war schon überlegen, ob ich einfach rausgehe aus dem Netzwerk. Und dann einfach ohne Netzwerk weitermache erstmal. Das war meine Überlegung. Die Frage ist dann... Beziehungsweise, ich habe mich dann selber gefragt, wie ist das, wenn ich noch eine Netzwerkanfrage bekommen würde von irgendwo, soll ich sie annehmen oder nicht? So, und jetzt habe ich das wirklich, jetzt ist das wirklich eingetroffen. Ich meine, das ist, für mich persönlich ist das echt cool, dass ein Netzwerk auf mich zukommt und sagt, hey, wir feiern deine Videos, finde ich cool, möchtest du nicht bei uns mitmachen? So. Das finde ich übrigens mega, mega geil. Feiere ich hardcore. Aber die Frage ist halt wirklich, brauche ich das? Lohnt sich das? Weil, ja, als kleiner YouTuber braucht man erstens nicht wirklich ein Netzwerk. Man kann so normal auch, man braucht das nicht wirklich, weil meistens ist es so, dass ein Netzwerk eine, das Geld aus den Taschen zieht, wenn man noch klein ist, weil man da nicht so viel verdient. So, der einzige Vorteil, muss ich ganz ehrlich sagen, war damals bei dem, beim Netzwerk und so, wo ich da war, dass ich mein Gehalt, in Anführungsstrichen, also das Geld, was ich mit YouTube verdiene, dass ich das jeden Monat ausgezahlt bekommen habe. Und sonst würde ich das nur ausgezahlt bekommen, wenn ich hier Betrag XY erreiche. So, und das war für mich schon mal ein großer Vorteil, wo ich sage, das ist schon mal cool, weil man dann jeden Monat das gewisse Geld bekommt. Dass man da nicht erst warten muss und so weiter. Das fand ich schon mal mega cool. So, das hat mich schon mal ein bisschen daran gereizt. Dann, Nachteil war für mich ein großer Nachteil war, dass mein Englisch sehr, sehr schlecht ist, wie viele wissen. Und dann war das Problem, dass ich den Vertrag auf Englisch komplett bekommen habe. So, dann bin ich darüber geflogen, habe auch noch ein paar Leute Bescheid gesagt, hier könnt ihr darüber gucken, was ist ein Vertrag und so, da muss man ein bisschen durchlesen und sowas. Wäre der auf Deutsch gewesen, hätte ich mir auch komplett durchgelesen. So, und da ist jetzt,
die Sache. Ich hoffe natürlich, also ich wurde wieder auf Deutsch angeschrieben, was ich sehr, sehr schön fand. Wurde ich damals auch von TGN. Und TGN hat mich damals ja sogar ein. Weiß man halt nicht. Aber er hat gesagt, er ist Manager von TGN und hat meine Videos gesehen und würde gerne mit mir zusammenarbeiten. So. Das dazu so. Und dann, wurde ich halt dann auch angeschrieben. Und so wie es rüberkam, auf jeden Fall kein Manager. So, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Und damals habe ich gedacht, oh, wenn der Manager mir selbst sogar schreibt, das ist ja krass. So, und dann hatte ich mal so eine richtig coole Idee und wollte das umsetzen und dachte so, ja gut, vielleicht kannst du da ja ein bisschen Connection mit deinem Netzwerk knüpfen und vielleicht klappt das dann ja. Ja, dann habe ich erstens so unter den Support geschrieben, weil ich persönlich nicht wusste, wo ich mich melden sollte. Dann habe ich den Support halt angeschrieben. Jo, Support angeschrieben, habe ich keine Nachricht bekommen. Ja, okay, gut, ne, ist in Ordnung. Dann habe ich, Handy, sei ruhig bitte. Dann habe ich per YouTube PN mich da gemeldet, wo ich damals die Anfrage bekommen habe bei der Person. Da habe ich auch keine Nachricht bekommen, was ich auch ein bisschen schade fand. So. Das heißt, ich habe jetzt mich dreimal versucht, da zu melden. Ne, zweimal. Einmal Support und einmal über die YouTube-Nachricht habe ich mich dreimal versucht, da zu melden. Und ich habe jedes Mal leider keine Antwort bekommen, was ich ein bisschen schade fand. Und ich dachte halt, gut, wenn der Support nicht antwortet, das kann ja sein, kriege ich wenigstens eine Antwort von der Person, die mich damals geworben hat. So, und mit der Person habe ich damals echt gut und viel geschrieben und so über YouTube. Das fand ich eigentlich ganz cool so. Aber, Ende von Lied ist halt, dass ich da echt keine Nachricht mehr bekommen habe in der Zeit. Ich meine, gut, ich habe lange Zeit mit ihm nicht mehr geschrieben gehabt und sowas. Vielleicht liegt das da ein bisschen dran oder so, ich weiß es nicht. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade eigentlich so, dass man, ja, dass wir ein Verhältnis und Partnerverhältnis miteinander haben und dann halt einfach so, ja, von heute auf morgen kriegt man dann da keine Nachricht mehr. So, finde ich ein bisschen schade, aber okay, muss man halt mit leben. So, und aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch aus meinen ganzen Videobeschreibungen, die neuen und sowas, habe ich nachher auch rausgenommen, dass der Partner TGN ist, weil ich da schon am Überlegen war, ob ich die Partnerschaft beende. So, aber das ist halt ein riesengroßer Schritt und sowas. Das ist halt sehr, sehr schwer, sowas zu entscheiden. Und deswegen bin ich mir da sehr, sehr unsicher. Ja, mach das kaputt, danke. Ob ich das jetzt beenden soll und eventuell dann in das neue Netzwerk gehen soll oder ob ich dann einfach komplett sage erstmal so, nee, ich gehe erstmal zu gar keinem Netzwerk und bleib erstmal ohne Netzwerk. Und es ist sehr, sehr schwer für mich, diese Entscheidung. Ich werde auch nochmal Rücksprache dann mit ein paar Leuten halten, was die davon halten. Und ja, ich erhoffe mir natürlich, dass ich mehr Halt bekomme durch ein neues Netzwerk, auf jeden Fall. Dass sie mehr hinter mir stehen und sowas, das erhoffe ich mir, also hauptsächlich dann, dass ich wirklich jemanden hinter mir habe und ich mich da wirklich auf die Personen vertrauen kann. Das heißt Vertrauen, dass ich mich da wirklich, ja, dass ich einen Halt hinter mir habe und wirklich weiß, okay, die passen auf dich auf, beziehungsweise die helfen dir und so weiter. Und das wäre für mich das Schönste. Weil ich bis jetzt ja nicht wirklich so positive Erfahrungen mit Netzwerken habe. Aber gut, ich labere euch da natürlich mega viel voll. Also wenn ihr da irgendwas zu quatschen habt oder ein bisschen diskutieren wollt oder sowas, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr das natürlich, falls ihr sagt, nee, ich möchte das jetzt nicht so öffentlich machen oder ihr habt selber irgendwie mal Probleme mit irgendeinem Netzwerk oder so gehabt und wollt das dann nicht immer in den Kommentaren klären, könnt ihr mir auch gerne per YouTube-Nachricht oder per E-Mail schreiben, das ist gar kein Problem. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren und sehr weiterhelfen, was ihr dazu sagt. Ob ihr da was, ob bei euch das jetzt irgendwie schlimm wäre, wenn ich jetzt sage, hier, ich tritt da ein neues Netzwerk oder sowas bei, weil für mich geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich sein kann. So. Ich kann dem Netzwerk beitreten und so, das habe ich echt kein Problem mit. Nur,
ich möchte gerne ich selber bleiben und ich möchte halt mein Ding so in dem Sinne durchziehen und nicht von irgendwem gesagt bekommen, yo, du bist jetzt bei uns und du musst jetzt zum Beispiel nur noch Minecraft bringen, weil das momentan am besten läuft oder sowas. Ich möchte schon gerne einfach mein Ding durchziehen. Ich möchte das, was ich selber machen möchte, möchte ich einfach machen. So, ich möchte meinen Kopf durchsetzen, ganz ehrlich, kann ich so sagen, einfach ganz ehrlich so, ich möchte meinen Kopf durchsetzen. Und ja, das Problem ist dann natürlich, ich habe ein bisschen Angst, dass ich da so ein bisschen dann gebunden bin dran an die Leute und dann heißt es so, yo, du bist bei uns jetzt im Netzwerk und so und muss ich natürlich jetzt auch ein bisschen, ich meine klar, dass man sich auch ein paar Regeln halten muss und so, ist ganz klar. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber ja, ich will halt einfach wirklich ich selber bleiben und nicht dann Videos für die Masse machen müssen. So. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt Videos mache von, was weiß ich was. Ich mache jetzt Videos von, weil, ja, was nehmen wir als Beispiel? Irgendein Spiel, was ich zum Beispiel gar nicht mag. Was mag ich denn gar nicht? Ich weiß es nicht. Wir nehmen einfach mal, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß keine Ahnung. So. Wir gehen einfach mal davon aus, WoW. Also ich persönlich mag WoW. Ich möchte jetzt irgendwie, ne, also nicht, dass ihr da irgendwas falsch denkt. Ich mag persönlich WoW. Ich finde es nur schade, dass man monatlich dafür Geld zahlen muss und das sehe ich nicht ein. Ansonsten würde ich WoW spielen. Kann ich ganz ehrlich sein, so. Neue WoW. Das heißt jetzt ja, du musst, musst das Let's Play von WoW bringen, weil das läuft am besten. So, und wenn ich dann sage, nie, habe ich keinen Bock, weil ich WoW nicht mag, die trotzdem sagen, ja, du musst das, so. Und das möchte ich halt nicht. Ich möchte, wenn dann wirklich ich selber bleiben und davor habe ich halt ein bisschen Angst, dass ich dann nicht ich selber bleiben kann und darf und so. Und deswegen, habe ich da echt ein bisschen Angst, dass ich das dann nicht kann. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil ich habe ja schon oft irgendwie was miterlebt und sowas, dass da irgendwie gesagt wurde, yo, du kannst ja nicht mehr wirklich du selber sein, du musst dich die Videos so anpassen, dass die das mögen und so, ja. Das eine Mal war auch so ein April-Scherz von TGN, also in meinem Netzwerk, wo ich momentan noch drin bin, war ein April-Scherz, yo, ne, Minecraft kommt voll gut an, bla 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 und, ja, wir haben uns jetzt dazu entschieden, ne? Wir haben einen guten Deal mit Microsoft und wir nennen das Netzwerk jetzt um in meine Craft, wahrscheinlich eine Anspielung auf MediaCraft oder sowas, ich weiß es nicht, auf meine Craft und dann halt mit Caso Craft. Und wir haben übrigens schon wieder gute Kronen bekommen, nice one. Wir nennen das so um und ja, ihr bringt nur noch Minecraft und so und ich lese mir das durch, so, was? Echt jetzt? Fuck. Und dann habe ich mir das wirklich bis zum Ende durchgelesen und dann kam am Ende, April, April, natürlich nicht, es bleibt so, wie es ist. So, das fand ich ganz cool, aber am Anfang habe ich echt so einen Schock bekommen. Ich so, was? Das ist dein Ernst? So, ich habe keinen Bock, hier in nur Minecraft zu bringen. Ich möchte gerne das bringen, worauf ich Lust habe. Und ja, war ein bisschen blöd. So. Aber war ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Was mache ich denn hier schon wieder, Alter? Ich mache nur Murks. Aber das kennt er ja von mir, ne? Feuer! Okay. Ja, die Dinger sind zwar mega geil und so, aber ihr seht, ich bringe alleine halt nicht so viel. Aber bitte greift... Ach ja, der König ist ja schon, schon an. Und mein Sammler hat mich kaputt gemacht. Kein Problem, wir bauen 9. Gar kein Problem, wir bauen 9, Leute. Ja, und... Ja, da wollte ich heute einfach mit euch ansprechen. Ich meine, es sind viele Sachen, über die ich heute geredet habe und so. Es sind auch Sachen, die mir wirklich am Herzen liegen und die ich dann gerne mit meiner kleinen, süßen Community... Ich meine, meine Community ist nicht so groß, aber es gibt euch und da bin ich sehr glücklich drüber. Und ja, falls ihr wirklich dann irgendwelche Vorschläge, Ratschläge oder was ich was für mich habt, wäre ich euch natürlich unendlich dankbar, weil... Ja, ich bin halt in so einer Situation, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Natürlich werde ich jetzt nicht, wenn die Mehrheit sagt, ne, mach das und das, werde ich natürlich nicht wirklich drauf hören. Ich möchte nur so ein paar, ja, vielleicht einfach so eine kleine Gedächtnisstütze oder so einen kleinen Gedächtnisanschubser oder sowas von euch bekommen. Das wäre sehr, sehr schön. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Und ja, dann mal gucken. So, meine Erdlampe ist vielleicht down, oder ist kein Problem, das ist eh schon fast kaputt gewesen. Packen wir hier einen hin. So. Ja, das wollte ich auf jeden Fall mal mit euch besprochen haben, weil, ja. Ich habe zwar eine kleine Community, aber eine schöne, muss ich dazu sagen. Und ich weiß, dass sie auch hinter mir steht. Ich weiß auch, dass viele Leute meine Videos und so gucken und nicht, vielleicht auch nicht immer kommentieren und sowas, was ja auch nicht so schlimm ist. Ich finde es aber schön, dass es euch gibt und ihr wirklich hinter mir dann steht. Finde ich sehr, sehr schön. Also deswegen große Props an euch, Leute. Ihr seid die Besten. Muss ich ganz einfach so sagen. So. Pavrana! Okay, gegen so ein Fassteil habe ich echt noch nicht gespielt. Und dass sie echt so stark sind, hätte ich das eigentlich nicht so vermutet. Aber gut, ist nun mal so. Kann man nichts ändern, ne? Und Leute, wir müssen unbedingt hier was am Clash Royale Format machen. Wir müssen echt unbedingt was machen, Leute. Guckt euch das an. Wir haben ein bisschen über die Hälfte an Kronen. Und das Ding geht schon wieder fast 30 Minuten. Die Parts gehen so lange, Leute. Wir müssen da echt unbedingt mal was dran machen. Das ist viel zu lange. Ja, viel Glück wünschen wir, ja. Ja, Molo, bist du überhaupt da? Test, test, 1, 2, 3. Ja, er ist da. Das ist ja sehr schön. Nochmal. Und Pfeilhagel macht immer alles kaputt. Man freut sich so, yay, voll cool, du hast voll viele Sachen, Leute und so. Und dann so Pfeilhagel und dann, nö. Einfach, nö. Dann mal immer, das ist mal traurig und mal alles kaputt. Dann weine ich immer. Aber verrate das bitte geil, okay? Okay, ich bin männlich. Ich bin männlich. Oh, ich brauche das Ding hier. Gegen die Flugdinger. Au, das Ding geht down, 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 down. Oh, dammit. Oh, dammit. Oh, dammit. Zack. Den dahin. Den da hinterher. Und kriegen wir noch Magic Man hinterher? Wäre auch schon nice, ne? Der wird auch nochmal ordentlich Damage machen. It's a kind of magic, magic, magic. Fireball! Fireball! Voll ins Knie! Fireball! So, Feuerpfeil hat da, Pfeilhagel hat da raus, was mir gut ist. Das heißt, wir können jetzt mal so angreifen. Zack! Okay, wo kommen die Bauern her? Die waren eben noch nicht da, oder? Hab ich ja Lust. War doch eben noch nicht da, oder? Zack. Zack. Okay, das läuft jetzt aber nicht so nach Plan wie gedacht. Wir haben zu wenig Erzsammler. Wir brauchen mehr Erzsammler. Das sind Elixiersammler, Tom. Ist egal, ne? Ist egal. Oh mein Gott. I like it. Oh yeah. So, hier packen wir einen Riesen hin, dann packen wir den da so ein und dann packen wir so einen auch noch dahin. Okay, oder auch nicht ganz. Hallo. 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 So, 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 so machen wir das, yo. Will da einmal Pfeile reinwerfen. Guck mal, das kann ich auch. Putz, Junge. Zack. Zack, zack, zack. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. Ich weiß, ich war eine Sekunde vorher, aber ist egal. Ist mir egal, egal. Alter, können wir hier mal bitte irgendwas reißen? Ist ja lächerlich. Wir sind auf Pekka abgestiegen, Mann. Aber ist ganz ehrlich, mir egal. Ist mir echt. Ist nicht so schlimm, dass wir echt so weit runtergestuft wurden jetzt. Aber ich habe das, was ich erzählen wollte. Ich habe das Thema, was ich erzählen wollte, jetzt durch, das mich sehr freut. Und ich hoffe, das gefällt euch auch, dass ich über sowas auch mal mit euch rede. Weil
das hinter den Kulissen kriegt ihr ja meistens nicht so sehr mit. Ihr kriegt ja eher das vor den Kulissen mit, also die Videos an sich. Und hinter den Kulissen, das kriegt ihr ja nicht wirklich mit. Deswegen hoffe ich auf jeden Fall, dass euch sowas gefällt, wenn ich über sowas ab und an mal rede. Ja, hoffe ich einfach mal, dass es euch gefällt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da nichts gegen habt, wenn ich über sowas mit euch rede. Und ja, wäre einfach schön, wenn ich das könnte mit euch. Ihr seid da so ein bisschen eine kleine Familie für mich. Ich werde schon wieder sentimental, Mann. Ich werde schon wieder sentimental. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, ich fange gleich an zu heulen. Okay, doch nicht, Mann. Aber trotzdem, doch, vielen Dank, Leute, dass es euch gibt. Wie schön, dass es euch gibt. Ich freue mich so sehr, jeden Tag aufs neue Jahr Videos zu machen für euch. Das macht mir Spaß, den Tag mag ich so sehr. Ich laber schon wieder irgendwelche Scheiße. Yeah! Ich hoffe, ihr mögt das. Ich hoffe, ihr mögt dies. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Alter, wenn ich das jetzt echt mir überlegt hätte, so ein Text und sowas, ich glaube, das war gar nicht schlecht, ne? Das war gerade einfach so alles so, einfach so aus dem Kopf so. Aber so rausgefallen. Hätte ich mir darüber ein Lied machen, Alter, das könnte ich machen, Mann, so ein Lied, ey. Ein Lied für euch, weil ihr die Besten seid. So, öffnen wir die Truhe, die war noch vom gestrigen Tag, die habe ich leider nicht mehr ganz geschafft, deswegen wird die geöffnet, die können wir schon mal öffnen lassen, die wird heute nicht mehr geöffnet und dann machen wir den letzten Kampf für die Krone-Truhe und dann haben wir, wenn wir Glück haben, schaffen wir es unter 40 Minuten, Leute, das wäre mal wieder ein Rekord, das ist so krank, Alter, viel Glück. Viel Glück und wir siegen, ich mag mein Leben, ich spiele das Spiel mit euch zusammen. Es macht mir sehr Spaß, ich gebe auch Gas, die Videos kommen tagtäglich. Ja, was ist mit dem Gegner nur los? Er lässt mich durch die Sacklos. Was für ein Narr, ich hol gleich einen Barbar, auch wenn ich keinen Deck hab. Okay. Jetzt haut er ab, jetzt haut er richtig rein, ne, hab ich gehört, aber ist ja wett. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Ist mir egal, Mann, ist mir egal, Mann, ich mach hier durch, Mann, ich mach hier durch, Mann, ist mir egal, Mann, ist mir immer noch egal, Mann. Das ist unfair. Ich bin einfach ein Copyright-Strike, wenn man ist mir egal singt. Glaube nicht, oder? Wäre irgendwie peinlich, wenn schon, oder? Okay. Wir hauen den Ofen dahin, hauen einen Riesen dahin und dann mit Eskoliert. Hauen wir hier nochmal die dahin, weil die können Kleine da umhauen und dann nochmal schön Feuerhagel hinterher, so zack. Nice. So muss das heutzutage im Snackenhaus passieren, ne? Weil wir wissen, die Snacken sind aktiv. Und weil die Snacken so aktiv sind, dann haben wir aktive Snacken in der Haus, ja? Und wenn wir aktive Snacken in der Haus haben, dann feiern die gerne Partys. Und viele Partys mit vielen Snacken ist echt entzückend, ne? Deswegen denk immer dran, Snacken-Partys sind die besten Partys. Immer so denken, Snacken sind gut. Jeder soll eine Snacke haben, ne? Und ich weiß auch nicht, was ich überhaupt auf den Sitlor war. Aber ich hoffe, da kommen Good Boys an, ne? Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen blöd. Dann würdest du mich ja voll am Land jetzt zum Affen machen, ne? Aber ich hoffe, es ist ganz in Ordnung. Weil viele, viele bunte Smarties machen das Leben schön. Viele, viele bunte Smarties, wir wollen kotzen gehen. Viele, viele bunte Smarties, ist mir egal, ob wir verlieren. Viele, viele bunte Smarties, eine Krone kassieren. Wir eh. Also, wenn der Party heute nicht geil ankommt, weiß ich auch nicht, Leute. Also, ich muss ehrlich sagen,
am Anfang richtig schön ernstes Thema gesprochen mit euch. Dann richtig rumgeblödelt. Und jetzt haben wir es auch noch durch, das Video, und das unter 40 Minuten. Wenn das mal kein Daumen hoch da ist und ihr teilt das euren Freunden, eurer Familie, teilt es euren Kindern, euren Babys, euren Kuscheltieren. Teilt es euren Kuscheltieren. Und dann würde ich mich freuen, wenn eure Kuscheltiere das aufsehen. Und natürlich einen herzlichen Gruß an alle Kuscheltiere da draußen. Also teilt es euren Kuscheltieren, zeigt es euren Kuscheltieren. Und dann fragt die mal, wie die das Video bewerten würden. Die meisten würden nämlich mit einem Daumen hoch bewerten, ja. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eure Bewertung und meinen Kommentar natürlich freuen. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal, euer Tom, ciao, ciao und bye, bye. Ja, ich wünsche euch natürlich noch ein wunderschönes Wochenende, liebe Leute. Genießt die Sonne und trinkt genug, weil draußen warm ist. Ja, das war das Ende. Das war das Wort zum Samstag, Leute. Was für ein Samstag. Ciao.